Lena und ich möchte einfach nur meine Erfahrung sagen. Und ich finde einfach, dass er mittlerweile so schlimm geworden ist, dass man sich nicht mal auf der Straße traut. Wir haben mittlerweile Angst rauszugehen, kurz in Kaufland oder Lidl irgendwas einzukaufen, ohne dass irgendjemand von denen kommt und dann lässt mir solche Sprüche: Ey Baby, bist du verheiratet? Gibst du keine Antwort, laufen dir hinterher und versuchen die dich einzuschüchtern, nur dass sie ihr Gruppe erreichen kann. Ich kann nur eins sagen, mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass sogar unter eigenen Kindern Angst hat. Ich habe eine 7-jährige Tochter, die geht jeden Morgen alleine in die Schule. Aber mittlerweile, sie sagt auch: Mama, das sind so viele Männer, ich habe Angst. Also, können Sie mal bitte mir sagen, wieso ist der Zeit jetzt gekommen, dass man sich in Deutschland nicht mehr alleine auf der Straße trauen kann? Wie soll das weitergehen? Soll man mit der Waffe oder Spray in die Tasche zu gehen vor Ort, sein Kind in die Schule zu bringen oder mal kurz einkaufen zu gehen? Das ist nicht mehr Deutschland. Das war früher anders. Ich möchte, dass Deutschland von früher war, wo man sich abends einen Spaziergang erlauben dürfte, ohne Angst zu haben, ohne irgendjemand anzurufen: Kannst du mich begleiten? Das kann nicht sein. Mir eine zwei Vorfälle passiert ist. Ich habe ein kleines Baby. Ich bin mit ihm spazieren gegangen, wie einige von euch wissen. Kleine Babys, da muss raus an die Luft. Vom Park auf den Nachhauseweg, es war etwas dunkel, kamen drei Flüchtlinge, kann ich sagen. Jetzt kommt die Frage: Woher wissen Sie, dass die Flüchtlinge waren? Ganz einfach, weil ich gesehen habe, öfter diese drei Typen, dass sie vom Post gekommen sind, wo die Heim gemacht haben. Und ging los. Pfeifen, ich soll stehen bleiben, ich bin natürlich weitergelaufen. Da war so eine Straße und ich habe gesagt: Stehen bleiben, das Auto vorbeifährt. Stellen Sie mal vor, ich habe ignoriert und ich habe immer weiter versucht zu laufen. Die beeilt sich und klatscht mir voll an den Po. Also, Reaktion, trotz Reaktion habe ich angefangen, voll einer reingeschlagen. So, was ist aber passiert? Ich bin bestraft worden. Ich bin mitgenommen worden. Wo ist hier die Gerechtigkeit? Wo ist der Schutz der Stadt? Wenn uns die Stadt nicht schützen tut, wer dann? Wir müssen uns selbst schützen und wir müssen unsere Familie schützen. Wir dürfen uns keine Angst mehr haben, auf die Straße zu gehen oder kurz einkaufen zu gehen. Und die ganzen meisten, was passiert sind, junge Männer. Wenn die ihr Land verlassen hat, ihre Familie, und sind hierher gekommen, was sind denn das für Menschen? Wer kann das überprüfen, ob die Mörder waren? Oder Vergewaltiger? Keiner kann überprüfen. Manche von denen haben überhaupt keine Papiere. Die können sagen: Ich bin der Prinz von Zamunda. Die müssen alles so hinnehmen. Aber wir nicht. Wir müssen uns wehren. Raus auf der Straße und Schutz. Wir müssen unsere Familie schützen. Es darf nicht mehr vorfallen. Ich bin in die Fußgängerzone gelaufen. Kam einer von mir, zu mir, weil zwei Typen haben mich wieder angemacht und einer davon hat versucht, mich zu küssen. Genauso ist auf mich losgegangen, hat versucht, mich zu küssen. Ich habe ihn zurückgewiesen. Kam eine Frau und sagte auch zu mir und endlich: Josef Peach, warum? Weil ich Hose hatte und Dekolleté. Wir leben in Deutschland, ein freies Land, demokratisches Land. Und wenn ich so laufen möchte, dann gehe ich in meine Heimat zurück und dann kann ich rumlaufen, wie ich will. Aber solange, wenn ich in Marokko gehe oder in irgendein muslimisches Land, dann passe ich mich dazu an. Dann gehe ich nicht in Minierung, dann gehe ich nicht mit Dekolleté, aber wir leben.